Hör gut zu, die Station ist unter Kontrolle der Banditen. Wir müssen leise sein und uns umsehen. Wenn wir meine Freunde nicht sehen, müssen wir weg. Ich erinnere mich an dieses Gitter. Wir müssen nur... Scheiße, da passe ich nie durch. Na gut, du bleibst hier. Und drin, wir sind gut. Halt! Wer bist du? Hey, ich brauche Licht. Oh, ho, 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 ho. Wen haben wir denn hier? Es ist Bourbon, der Geldmacher. Und wer labert da? Bring mich zu deinem Boss. Ich habe etwas mit ihm zu besprechen. Der Boss? Aber natürlich, der Boss soll es also sein. Wo solltest du sonst hinwollen? Okay, das reicht. Sonst müssen wir ihn mitschleifen. Bewegung. Das bringen wir später zu Ende. Bewegung. Schau mal, ob er etwas vergisst. Ich sehe seine Sachen nicht. Hier gibt es nichts als Ratten. Na gut, dann gehen wir. So, wir haben jetzt seine AK gekriegt. Er hat uns ja eh versprochen. Aber, dass er jetzt hier gefangen hat, glaube ich, war nicht so, dass, was er sich vorgestellt hat. Oh, oh, wow, wow, wow. Ich würde mal sagen, das war ein sauberer Schuss. Munition kann man immer gebrauchen. Das ist hier absolut übelste Mangelware. Deswegen muss man auch hier ein bisschen anders da. So, wir versuchen hier uns natürlich durchzusneaken. Liebe das so, das zu machen. Okay. Noch was dabei? Ja. Yep. Waffentisch. Sehr schön. So, dann gehen wir mal ganz kurz hier. Nee. Hier hin. Die Messer hier aus. Schippe sagt, er sei in den entfernteren Tunnels fast direkt in einen Trupp Ranger gelaufen. Ranger? Zwei Stück. Also, er meint, die hätten eine Seuche bereinigt oder so. Diese Typen waren der leibhaftige Tod. Viel heftiger als die Trupps der Hanse. Sie waren alle fast 2 Meter groß, hingen im Gleichschritt und waren bis zu den Zähnen bewaffnet. Schippe hatte sich unter einem Müllhalter versteckt, sonst hätten sie ihn bestimmt bemerkt. Ja, mit diesen Türen reingeschnitten. Luftschleuse, Einstürze. Da ist irgendjemand noch aktiv. Ich hab keine Ahnung, aber wer, weil da ist gar keiner drin, außer ich. Das heißt,
Ja, klingt nach einer Art. Na, die kriege ich da nicht weg, das kann ich vergessen. Okay, da gehen wir erstmal hier runter. Gut, einer ist jetzt hier. Du denkst auch immer nur ans Geschäft. Ach, und wer soll es sonst tun? Du? Also, der Wachdienst ist ja gut und schön, aber warum muss ich ihn immer übernehmen? Hey, was hältst du vom neuen? Hey, was soll das? Hey, sieht mir aus, als ob das. Was hast du denn für ein Problem? Quella hat mir gesagt, ich soll den Mist nicht essen. Ich hab's trotzdem getan. Du Idiot. Dann bin ich eben ein Idiot. Der Schmerz bringt mich um. Oh, Scheiße. Bin gleich wieder da. Mach dir die Hose nicht vor. Oh, da kommt was. Gehst denn du hin? Okay, krass. Nix, hey, bye bye. Ja, da ist irgendeiner hier, aber boah. Also, gib mir meine Magazine. Muss ich mal gucken, vielleicht habe ich da, ist da oben irgendwo einer. Okay, Licht aus. Oh Mann, das sehe ich ja jetzt erst. Ja, ich habe hier die Maske noch an die ganze Zeit. Stimmt, ich bin ja auch von dem Ding da gekommen. So, ich würde jetzt echt mal gerne diese Messer da testen. Okay, dann mach mal. Hey, was zum Teufel war das? Oh toll, hat ja voll funktioniert. Das ist die verdammte Zugluft. Also Kopftreffer macht er nicht, oder? Es war zu knapp. Zu wenig Raum. Machen wir es auf die Art. Also, gib mir meine Magazine. Nein, nur zu viele Pilze.
Eine Leiter. Oh, man kann hier die Musik ändern, wunderbar, finde ich sehr nett. Geht's hier oben weiter? Da tappt ihr mir da fast rein. Okay, jetzt können wir uns das mal angucken, wie das hier aussieht. Okay, da ist einer. Frage ist aber, wie kriege ich... Kann ich die Tür da wieder zumachen? Oh, man kann keine Türen zumachen. Echt jetzt? Ich weiß nicht, wie ich hinten die Leute da wegrennen soll. Problem ist, hier gibt es auch keinen Speicherpunkt, ne? Das erschwert die Scheiße natürlich nochmal enorm. Was wir machen könnten... Ah, Moment, der Lauf der Patrouille. Die zwei kriege ich da also weg, wie es aussieht. Okay, man kann auch nicht von der Treppe springen. Die zwei sind wohl weg, die Zocker. Okay, der bewegt sich nach da, habe ich doch richtig gesehen. Ja, geh ganz nach hinten. Okay, der wäre weg. Den kriege ich jetzt auch weg.
Das ist jetzt das wenigste Problem. Oben haben wir alles geräumt. Das heißt, da guckt keiner mehr. Jetzt müssen wir nur gucken, wie kriegen wir die Drahter weg. Dass ich mir die einzeln da holen kann. Ah, was mache ich da jetzt? Jetzt stehe ich also hier, während die Jungs sich die Beute aufteilen. Nicht. Ich würde es hier gerne mit dem Messer machen. Wer schafft es nicht? Oh, wie schnell bin ich mit der... Scheiße, hier alleine Wache zu schieben. Echt beschissen. Alter, ich schieß ihm fast die Hucke weg und er macht's trotzdem noch. Ah, okay. Ja, ich musste es so machen. Ich wusste jetzt nicht, wie ich es anders da machen sollte. Ja, ganz geil. Ich hab da diesen dritten und der Kerl hat jetzt mir die Tour versaut. Aber weißt du, was machen wir? Gehen jetzt nach oben. Dann sneak ich die von oben weg. Was ist denn jetzt los? Nach oben und jetzt nach hier und hier. Die Luft scheint hier rein zu sein. Also gut. Die Luft ist hier rein. So, dann sneaken wir sie halt von hier oben weg. Ganz
sein, dass das Miststück weg ist. Verdammt. Ja, kann sein, ne? Kann sein, muss nicht sein. Sucht die Schlampe. Bald, sehr bald. Das einer? Na, das komme ich gar nicht rein. Hier? Nein. Oh, das ist nicht wahr. Das ist nicht dein Ernst jetzt.
Ich bin getroffen! Alter Schwede! Das ist ja richtig krass, was ging hier drin ab, Gott. Alter, ein Drogentrip oder was? Wie krass ist denn das bitte? So Leute, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich habe hier einen Bug. Ich kann nichts machen. Hier kann ich jetzt laufen. Ja, und wie komme ich jetzt wieder runter? Was war denn das da? Also manchmal ist das richtig komisch. Aber richtig komisch. Nee, nicht schon wieder. Ah, come on. Ah, jetzt sieht man's. Aber ich habe eben diese leider nicht gesehen. Gibt's hier wenigstens was? Ein Gewehr, toll. Ja, ganz großes Kino. Ja, bringt mir mal gar nichts. Ich nehme an, wir sollen hier durch. Oh, machen wir das. Wie hast du mitgebracht, Bastard? Antworte, du Mistkerl. Sonst erschieße ich dich. Ist es der Einäugige? Oder Hypokrit? Artyom! Wer zum Tod? Du kannst deine Waffe runternehmen, junger Mann. Ein trauriges, aber nicht unerwartetes Ende für einen wie ihn. Mein Name ist Khan. Nun, ich schlage vor, dass wir diesen Ort sofort verlassen. Die anderen Banditen werden bald auftauchen und ich möchte weiteres Blutvergießen vermeiden. Ich gehe zurück zu Verfluchten. Hier bekomme ich Rheuma. Wenn du lieber das Schicksal deines Freundes teilen möchtest, solltest du bleiben.
Eine kluge Entscheidung. Kahns Erscheinen überraschte mich. Obwohl ich beim Kampf gegen die Banditen schon gespürt hatte, dass mir jemand half. Kahn versicherte mir, dass Bourbons Schicksal nicht mit meinem eigenen verbunden sei. Trotzdem bedauerte ich seinen Tod. Ja, das ist jetzt bitter, dass der jetzt gestorben ist. Das ist jetzt echt schade, weil... Ich fand, das war ein guter Begleiter. Also, man konnte sich voll auf den verlassen. Oh, der hat mir oft auf der Patsche geholfen. Das muss man einfach sagen. Also, der war schon gut. Den hätte ich gern weiter dabei gehabt. Okay, Leute. Aber ich würde sagen, ich mache hier einen Cut. Ich habe mich hier ganz gut durchgesneakt. Und ja, ich wusste, dass da einer war. Das war mir so klar. Und der, ja, der hat mir geholfen. Aber hat mir auch gleichzeitig einmal die Tour oben dann vermasselt. Indem er sich dann... Weil ich hätte gern geguckt, ob ich da wirklich so durch mich sneaken kann. Und ich denke, es ist schon möglich. Aber es hat ja auch gut geklappt. Ich hab's ja, die haben mich nicht einmal entdeckt. Ich hab die mir dann geholt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann geht's weiter. Bis dann und ciao.